Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ja, fein, komm, ich lass dich mal ganz kurz runter. Bevor das Video jetzt losgeht, eine ganz richtig wichtige Ankündigung. Heute Abend um 19 Uhr auf meinem Twitch-Kanal gibt es das Call of Duty Modern Warfare Streamfest zu sehen. Mit dabei unter anderem Echo Flash, Stürmer für Kedos und noch viele andere. Wir treten heute Abend im Streamfest für Team Vodafone an, meine Freunde. 19 Uhr könnt ihr das Ganze auf meinem Twitch-Kanal verfolgen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem kleinen Trailer hinten dran und dieser wunderbaren Folge von Welt Duder. Wir sehen uns heute Abend 19 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Ciao! Ich würde mir was Feines zu essen bestellen. Ja, safe. Stark, wir können uns einfach während wir spielen so ein Gängemenü auftischen lassen. Plus Massage. Einfach ja, so absolut Wellness. Ja, finde ich gut. Und mein heftiges bei Gängemenü. Und dann spielen wir einfach im Bademantel und schlappen. Masseur, Bademantel, geiles Essen, geile Getränke. Ciao Leute, was geht denn? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Meine lieben Freunde, wir spielen wieder eine Runde, wenn ich du wäre. Und Lukas hat mir eine extrem ekelhafte Aufgabe gegeben. Das Video dazu solltet ihr schon gesehen haben. Es geht tatsächlich um das Video, wo wir nun ja gemeinsam unter der Dusche standen. Lukas, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Es ist ja, wie gesagt, gerade das neue Update draußen. Hallo, ich hätte gern dabei. Lukas, ich würde gern erstmal. Lukas, wenn ich du wäre, gibst du mal ganz kurz den Unterstützer einen Creator-Code Revinzat unten bei dir ein und kaufst mir den Skin Vulture. Den hätte ich nämlich gerne. Das wäre extrem geil. Ja, wir machen dann auch später weiter, ne? Du weißt Bescheid. Hier, bitteschön, für dich. Lukas, mach dich bereit. Ich hätte gerne den Skin jetzt. Vulture. Ja, mit meinem Creator-Code schon kaufen. Meine Folge haben wir genauso angefangen. Warum machen wir nicht nach? Leute, wie gesagt, falls ihr Bock habt, meine Freunde, nutzt gerne meinen Creator-Code Revinzat. Ihr könnt den überall im Itemshop eintragen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Es ist extrem einfach für euch und es ist easy money für mich. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr so ehrlich seid und mich einfach unterstützen würdet. Okay. Okay, Lukas, gib her den Auf geht's, ja, Junge. Komm. Der kommt. Komm. Achtung, ich wurde beschenkt. Woo! Mit coolem Backbling. Hoffentlich rutschst du aus der Dusche. Passiert nicht, Lukas. Gut, ich habe mir den neuen Skin hier reingegangen. Warte, den spielen wir erstmal nicht, weil der ist viel zu hässlich. Alter, den will ich gar nicht haben. Ich nehme ja Mann, warum soll ich mir da kaufen? Das ist voll unnötig. Richtig, ganz genau deshalb. Egal. So, Leute, ich würde sagen, wir machen uns mal bereit. Lukas, let's go und auf geht's mit der ersten Runde. Fortan, wenn ich du wäre, let's go. Ah, Lukas, schöne Zeit, oder? Was willst du von mir? Komm, wir gehen mal hier hin. Hier war ich noch nicht. Ich muss alles auf der Karte erstmal aufdecken. Ist voll dumm, da zu landen. Warum? Ja, deswegen. Okay. Okay, machen wir trotzdem, ne? Ja. Perfekt. Lukas, wenn dann ich bist du wär, dran. Wenn du singen wir mal ein Lied. Ich hab grad einfach Bock da drauf. Lukas, du kleine, fette Missgeburt. Lukas, du bist der beste Mensch der Welt. Ich möchte dich jeden Tag sehen. Du bist sehr hübsch und außerdem auch wunderbar groß und stark. Das ist Lukas, na klar. Nice, Digga. War schön, oder? Ja. Ah, das werde ich dann in meinen Videos das eine oder andere mal einblenden in Zukunft. Danke. Unangenehm. Gut, raus jetzt hier und let's go. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz... Hast du die Möglichkeit, iCrimex anzurufen? Das hat ja bei dir in der Folge nicht funktioniert. Ja, wahrscheinlich geht er jetzt ran. Gut, rufst du mal kurz iCrimex an und sei richtig sauer auf ihn, dass du wegen seinem Verhalten nämlich dein Mercedes jetzt abgeben musst. Sag, es ist richtig, richtig dringend. Schrei ihn richtig an. Sei richtig sauer. Hey, tu so, als würdest du heulen, ja? Lukas, rein in die Olga, oder? Ja, das hast du aber eben schon 10-mal versucht. Der wird dran gehen, mein Freund. Das sage ich dir. Yo, ah ja, geht? Guck mal hier. Du bist gerade im Urlaub, oder? Ja, hörst du mich? Ja, schön. Ja, Digga, hier, ich habe mein Mercedes VIP-Leasing auch verloren. Was? Ja, Mann, wegen dem Video, was wir gemacht haben, was du hochgeladen hast. Dieses mit, Fast-Chat-Training? Ja, ja. Ich Digga, dass ich jetzt wegen dir auch mein Ding verloren habe. Weil ich hab's ja nicht mal hochgeladen. Du hast ja hochgeladen, weißt du? Alter. Das ist halt echt ab, Digga, das wegen dir. Ich würde ihn schreien mal ein bisschen an, Digga. Sei mal, das ist halt richtig, richtig unnötig, ne? Er sollte sich wenigstens entschuldigen. Was machen, Alter? Tut mir leid, Alter, aber was soll ich da machen? Ja, keine Ahnung, hättest du ja vorher überlegen können mit dem Titel und so. Jetzt bin ich einfach raus. Ja, auch wegen deinem Video. Weil du hast ja nicht mal gelöscht, du hast immer noch da gelassen. Ist halt alles nur wegen dir, Digga. Ist halt, ich kann halt nichts dafür, ist halt full deine Schuld so. Bruder, soll ich da mal anrufen, VIP-Leasing? Nein, sag, du willst einfach nichts mehr mit dem zu tun haben. Ja, jetzt erstmal. Ich hab denen jetzt gesagt, die sollen mir das lassen, dafür habe ich halt mit dir nichts mehr zu tun, aber ist in Ordnung. Die lassen mir nichts mehr zu tun. Ja, dann machen wir halt keine Videos und so mehr. Aber ohne ich brauche mein Auto und das ist halt wichtig. Und so gut sind wir jetzt ja auch nicht befreundet. Also du würdest jetzt gerade sagen, du willst dein VIP-Leasing also jetzt über unsere Freundschaft stellen. Ja, schon. Ja. Halt dein Maul. Ist aber jetzt egal. Ich wollte dir nur kurz sagen, deswegen nicht wundern, wenn ich nicht mehr antworte oder so. Ciao. Sag, Freundschaft ist hiermit beendet. Okay. Freundschaft ist beendet. Okay. Oh! Der hat doch mal Alter! Genommen, Digga. Digga, der hat's am Ende, also ganz am Anfang hat er's fast geglaubt, Junge. Oha, Lukas.
Starkes Ding. Wollt ihr uns beendet? Okay, Lukas, jetzt rufst du Standardskill an und so. Ja, soll ich alle anrufen, die ich kenne, oder was? Ich muss da die ganze Zeit Leute anrufen, aber ich sage, rufst jetzt auch mal ein paar Leute an, oder? Mhm. Du sagst, oh, Bruder. Oh. Kelly Miss Vlog hat ja mal ein Video hochgeladen, wo sie geheult hat, was sie überfordert war als YouTuber, ne? Ja. Hast du noch viel mit der zu tun? Da würde ich sagen, ruf es jetzt einfach mal an und sag's mal so auf ganz ernst. Ey, aber ich habe jetzt auch gerade dieses Interview nochmal gesehen. Da hat ja einer ein Interview mit dir deswegen gemacht. Aber warum wir hast du das? Da? Wir warten das, wir hatten das Interview gemacht, damit ich das weiß. Eine Frage oder dieses... Frank, hi. Hi. Kelly ist gerade in Bangladesch, Junge. Ich zahle mich da behindert. Hi. Ich musste Max auch in der Türkei anrufen gerade. Ja, Türkei, Alter, Bangladesch ist ein riesen Unterschied. Bangladesch ist auch in der EU. Bangladesch ist nicht in der EU, Junge. Wo hast du gelernt? So ein Witz. Ich ruf sie mal an, warte, ich ruf sie mal an. Du sagst, sie wird wahrscheinlich halt nicht dran gehen. Du kannst halt absolut nicht verstehen. Ich weiß gar nicht, ob die da Empfang hat. Du sagst, warum die so eine Witz erzählt, weil sie macht kaum Videos, die soll sich mal nicht so anstellen und so. Alter. Aber ernst bleiben. Guck mal hier, wie das Klingelschen sich anhört. Was ist das? Junge, das ist Bangladesch-Klingeln. Hallo? Jedes einmal klingeln, 20 Euro weg. Ich glaub nicht, dass sie dran geht. Ich weiß nicht, wie viel Uhr ist gerade in Bangladesch, Bro. Keine Ahnung. Junge, ein Anruf kostet mich 20.000 Euro. Digga, ich telefoniere jetzt nicht um die ganze Welt, wenn ich du wäre, Alter. Es juckt mich nicht. Ich versuch's nochmal, warte. Ich glaub, mein Handy wurde gesperrt, Lukas. Ich glaube, ich bin zu teuer. Dann gebe ich dir was anderes, dran, okay? Alter. Ja, was soll ich machen? Hello? Okay. Kelly? Nee, man hört sie nicht, man hört sie nicht. Digga, die ist halt in Bangladesch, Alter. Was erwartest du? Ja, ist nicht schlimm. So, das Ding ist, ich brauche für meinen Kanal mal langsam eine neue Creator-Code-Werbung, so. Für einen Anfang, ne? Ja. Und dann wäre es ja ganz schön, wenn das irgendein großer YouTuber sagt. Ich mach das nicht für dich. Ich werde nicht dabei helfen, dass du deine Zuschauer weiter abziehst. Nicht du. Du rufst halt jemanden an und musst ihm halt die richtigen Worte so entlocken. Dass er einmal sagt Creator-Code und halt Evive mit 3i. Wer denn? Ich überleg mal, wer könnte denn gute Werbung machen? Oh, Shirin Davids Nummer? Nee, auch nicht. Boah, das hätte geschmeckt, Alter. Boah, wen kann man denn nehmen? Lukas von uns Gegner. Julian Bam. Doch, so ein Jew, der kann bestimmt Bauer Werbung raushauen für mich, oder? Wollen wir die Gegner noch töten oder nicht? Digga, no! Erst One-Shot. Was soll ich denn da machen? Digga, spielst du Tarzan oder? Wo ist denn der? Lol, was? Ich habe ihn ja nicht gehört. Trottel, Alter. Oh mein Gott, Waterfall, Digga. Ja. Yeah. Funktioniert ja gar nicht mehr, ich bin so dumm. Richtig. Ja, warte, ich mach das mit Julian Bam, komm. Also, Evive mit 3i muss er sagen. Mach dich ready. Creator Code. Hallo. Hallo, Drew. Hallo. Kannst du mir kurz einen Gefallen tun? Kommt drauf an. Komm mal. Ich gerade am Drehen bin. Ganz kurze blöde Frage. Wie heißt dieser Typ, mit dem ich immer, wenn ich du wäre, mache? Kennst du ja, ne? Frage. Wenn du Dude, was? Mit, sorry, guck mal. Mal kurz weg. Wenn ich du wäre, ja. Typen. Dieses einen Tag Ja sagen, so mache ich ja immer mit dem. Weißt du, wen ich meine? Ich weiß gerade nicht, wie du meinst. Vive? Ah, Vive, ja klar. Ja, aber genau. Und in Fortnite gibt's ja so Creator Code. Kennst du das? Ja. Ja. Okay, kannst du einmal das Wort Creator Code und Vive hintereinander schnell sagen? Creator Code und Vive. Dankeschön, ciao. Komm, wir gehen nach Holly Hedges, auf geht's. Gut, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz, Lukas. Das war voll locker, Digga, weil Lukas, er das direkt gesagt hat. Richtig, genau, war easy. Lukas, wenn ich egal. Du wäre, würde ich ganz kurz deine Freundin anrufen. Die ist arbeiten. Und ist egal. Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz deine Freundin anrufen, ja? Ja. Und ihr ganz kurz mal erklären, dass du es übertrieben asozial findest, dass sie keinen Organspendeausweis hatten, dass sie sich jetzt schnellstmöglich registrieren sollen, sonst machst du Schluss. Das Ding ist, Leute, wie kommt man auf so behinderte Aufgaben? Wie kommt man denn jetzt auf Organspender? Von ja, Organspenden ist wichtig, Leute. Holt euch einen Organspendeausweis. Ja, aber... warum? Soll ich sagen, ich habe so ein Affiliate-Programm. Ihr Gesprächspartner. Nee, kannst vergessen. Wenn die arbeiten ist, darf die nicht ans Handy. Sonst wird die direkt gefeuert und umgebracht. Was mit deinem Vater? Kriegst du ihn, Digga? Ich hab sein Mate. Hab ihn. Schön, boah, Alter, schön, aber da habe ich gerade fast gechoked, Junge, weil ich mich hier so eingebaut habe. Junge, jede Runde ruft mir mein Dad an. Ja, okay, dann ruf mal deine Oma an. Meine Oma ist alt. Ja. Die wird direkt anfangen zu diskutieren oder so. Ja, sag ja, dass du es wichtig findest. Meine Oma wird 90. Ich glaube, mein Papa ist gerade bei der. Ja, hallo. Hi, Omi. Na, alles klar? Ja, bei euch auch. Ja, bei uns auch. Ich wollte noch mal kurz fragen, bist du eigentlich Organspender? Nee. Willst du das denn machen, oder? Was wollen die noch von mir haben? Ja. Sag das Herz. Ich will dein Herz. Dein Herz. Kann man gut verkaufen, weißt du? Okay, dann müssen wir das mal privat machen. Ja. Mach's gut, Omi. Ja, ciao, ciao.
Ich rufe meine Oma an. Und sag ihr, dass du das Herz verkaufen willst von ihr. Und sie sagt, was will man da noch haben, weil die einfach schon 90 ist. Jetzt ruf meine Freundin die ganze Zeit an. Schatz. Organspender. Organspender? Hast du schon mal überlegt, Organspender zu werden? Sag, es gibt so ein Bonusprogramm. Zu registrieren? Nein. Gibt halt jetzt so ein Bonusprogramm und ich bin da auch dabei und wollte fragen, ob du da dich mitregistrieren willst. Nein. Sag, aber es ist voll wichtig, das ist super asozial, dass du ihre Organe nicht teilen willst. Wenn du sowas nicht machst. Sag, sie soll ihre Organe teilen wie jeder normale Mensch. Du kannst doch deine Organe teilen, so wie jeder normale Mensch. Wie nö? Warum? Wenn du tot bist, doch egal. Wenn du tot bist, dann juckt das eh nicht mehr. Willst du ein Video aufnehmen? Nein. Aber ich sag's dir auch korrekt, das ist für mich ein Trennungsgrund. Dann ist okay. Gut. Dann sehen wir uns nie wieder. Tschüss. Ja, ich mach mir voll die Feinde gerade, ne? Ja, ja. Meine Oma erzählt bestimmt wahrscheinlich jetzt bei der kompletten Familie. Ja, Lukas, der wollte gerade, das ist meine Organspende. Auf Ehre, Alter. Ich meine auf korrekt, wenn man damit Leben retten kann, ist das eine, ja, super auf jeden Sache. Fall, Organspenden ist so sinnvoll, Leute. Also no placement jetzt hier an der Stelle. Aber es ist wirklich echt sinnvoll, einen Organspendeausweis zu haben. Also real talk. Ich habe da noch eine andere Idee. Ja, ja. Und zwar, wenn ich du wäre, kennst du den Kollegen Memo von mir? Ja. Ja, cool. Wenn ich du wäre, würde ich dem jetzt einfach mal ein 1 gegen 1 Angebot rüber hasseln. Wer gewinnt, kriegt 100 Euro. Lukas, das ist unnötig. Hä, warum? Ich, 100 Euro? Nein, haben ich habe keinen Bock 100 Euro. Ja, ich hab die nicht, weil er ist zu gut. Das ist halt die Aufgabe und ich sag mal so, mit 100 Euro bist du dann noch echt gut weggekommen, diese Folge, ne? Memo? Ja, was geht, Memo? Was geht? Ja, Memo, ich würde dir ganz schnell was anbieten. Was ein 1 gegen 1 für 100 Euro. Das ist mir egal. Also dann. Du hast sogar Chancen, weil ich eigentlich kein Reporter mehr spiele. Okay, komm, macht 1 gegen 1, oder? Ich werd gerusht. Ja, ich merke das, ich helfe dir aber nicht. Habt ihr einen 100er Schaden gegeben, dem ersten? Also komm, kein... Also... Komm, hol ihn. Ja, chill. Ich bin hier unten an die Bearbeitung dran. LOL, was? Ich war doch komplett boxed. Hä? Möchtest du es mir kurz erklären, Lukas? Alles klar. Memo, pass auf. Lukas ist ja gerade nicht da, irgendwie. Sag einfach doch, dass du nicht willst, weil ich dir zu krass bin oder sowas, okay? Warum? Ich will kein 100 Euro gegen dich verlieren. Ich... Memo, bitte. Oder noch besser wäre, wenn du mich einfach gewinnen lässt, Digga. Aber was hab ich davor, Digga? Du kriegst von mir 50 Euro, okay? Deal. Okay. Okay, Ehre. Also Leute, ganz kurz. Ihr wisst, Memo ist ein extrem krasser Spieler. Wie gesagt, also... Ich denke mal, ich werde das jetzt gewinnen hier auf. Ganz entspannt. So Leute, Lukas Internet ist abgeschmiert und ich habe ja eben schon mit Memo getalkt. Memo, bist du ready für das 1 gegen 1? Auf jeden. Warte, Junge, was hast du für eine Lobby, Alter? Was denn? Was denn? Was denn? Denkst du, du hast eine Chance, oder? Halt dein Maul, Lukas, einfach. 100 Komm, let's go. Euro, ne, wenn er gewinnt. 100 ja, 100 Euro, wenn er gewinnt. You know it, you know it. Verspreche es. Auf ja, ich verspreche es, Digga. Okay. Simple 1 gegen 1, Digga. Shotgun only, oder was? Jetzt spiele ich hier ein 1 gegen Gott, 1, Alter. What the f***? Oh Mann, Alter, ich werde jetzt so rasiert, Digga. So unfair. Ja, bis 3 würde ich sagen. Ja, machen wir schnell hinter uns, Alter. Da bin ich jetzt aber gespannt, Bruder. Also ich bin bereit, es kann losgehen. Okay, 3, 2, 1, go. Ich kann einfach keine 90s nach wie vor. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Junge. Weil es so geht. Oh ja. Mein Gott, Memo. Das war's an der Stelle. Katsching! Also Best of 3, ne? Heißt, wenn Memo jetzt nochmal gewinnt, dann ist das Ding hier schon gelaufen. Go, wir machen Best of 3. Er probiert Ring 17. Lol, wird das nicht gehittet? Oh. Lol. Memo, enttäuscht mich nicht. Hä? Digga, ich hab so eine pre-edited Wall, ich krieg das nicht weg. Oh. Fuck. Best of 3, 2 Wins. Da haben wir den Hasen. Nein, bis 3, bis 3. Okay, bis 3. Also Memo, ein Win noch, dann hast du 100 Euro mehr. Also, Revi ist jetzt schon peinlich, ne? Weil ich meine, Memo hat schon seit wie lange nicht mehr gespielt? Aber ich okay, hab doch lange gespielt. Guck mal, du kleiner 1,30er. Warte mal ganz kurz, ich will kurz meine Wall zurücksetzen. Wie geht das? Cool. Hä, wie mach ich nochmal eine Wand? Du bist ein 1,30er Sohn, Digga. Okay, jetzt. Ich spiel mal ein bisschen Hide and Seek, oder? Nice Shot. Mann, wenn ich halt bauen könnte, Alter. Wieso hab ich das nie geübt, Junge? Oha. Ja, lol, Digga. Ja, ey, bitte Memo, komm, wir machen 50 Euro und dann können wir den Lukas verarschen. Ja. Na gut, ich nehme das jetzt einfach nicht mit rein, Lukas. Fertig. Nee, doch. Guck mal, Leute, er wollte mich flachsen. Aber, Junge, Memo ist ein Kollege von mir. Als ob er das macht. Absolut ehrenlos, ganz gut zu sagen. Digga, du musst ja
vom Hops genommen. Tja, ich würde jetzt sagen, einmal 100 Euro an PayPal bitte. Auf keinen Fall. Ich gebe hier niemandem Geld. Nein, es wurden Versprechungen gemacht, die nicht gehalten worden sind. Das kannst du ja zahlen. Kannst ja ein separates Video draus machen. Okay, Lukas, pass auf. Letzte Aufgabe, beziehungsweise vorletzte Aufgabe für dich. Eine muss ich dir eh noch geben. Ich habe noch eine gut, aber lass mich ganz kurz aussprechen, okay? Ja. Lukas, wenn ich du wäre, weil du so ein korrekter Freund bist, weil du so gut bist, Memo bist, ne? Und der mich ja betrayed hat tatsächlich, würde ich fast schon sagen, Lukas, wenn ich du wäre, zahlst du Memo das Geld und nicht ich. Ja. Oh, dann hast du deine Aufgabe nicht gemacht. Krass. Lukas, dann, pass auf, dann mache ich dir ein anderes Angebot. Dann, pass Lukas, auf, wenn ich mach jetzt erstmal deine Aufgabe zu Ende, dann reden wir weiter. Okay, Lukas, pass auf, wenn ich du wäre, ja? Ja. Ich zahle ihm jetzt die Kohle, aber wenn ich du wäre, Lukas, überweist du mir einfach 200 bei PayPal. Dankeschön. Haben wir das geklärt, meine Freunde? Das ist nicht fair! Ja gut, fair ist, also Lukas, was ist schon fair im Leben, ne? Das ist halt die Frage. Das ist echt nicht fair. Du hast vollkommen recht. Eine weitere Sache noch, die mir aufgefallen ist, Lukas. So ein Ding, was wir eigentlich schon hätten viel länger mal machen sollen, ja? Also wir haben ja schon mehrfach einen Tag Ja-Sagen gemacht, tatsächlich. Ja. Und ich weiß noch bis dato nicht, oh, schade. Ich weiß nicht, ob du schon... Also, egal was du sagen willst, letztes Mal gesagt, bei 200.000 Likes, die haben wir leider noch nicht erreicht, das heißt... Nein. Lukas, es ist mir egal. Also ich kaufe euch gerne die 100.000 Likes noch, die da fehlen. Erstmal gibst du Memo das Geld, ne? Ja. Also beziehungsweise mir die 200. Gibst Memo das Geld. Und du gibst mir die 200. Perfekt. Ja, weiter. Und eine weitere Sache noch, Lukas. Ich würde sagen, da wir für das Placement jetzt demnächst nach Paris fliegen, ne? Wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich auf der Messe in Paris einen Tag lang Ja sagen. Nein, Digga. Doch. Wir haben gesagt, wir machen dann, wenn ich du wäre. Gut, wir haben daraus jetzt ein Wenn-ich-Ja-Sagen gemacht. Lukas, also. Ey, es ist so unnötig, ne? Memo, ich krieg 200 Euro von dir und du sagst einen Tag lang Ja, okay? Dafür gestehe ich auch ein, dass Memo fast besser war als ich. Wobei, so, es war jetzt nicht komplett easy, Memo, das musst du sagen. Joa. Ich mach's, aber unter einer Bedingung, Revi. Ich muss nichts Teures dir kaufen. Das werden wir sehen. Lukas, ich freue mich über deine 200 Euro. Oh ja, für den Dreh, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Wir fahren morgens um 6 Uhr in Köln mit dem Zug los. Doch. Ey, auch korrekt, ich flieg. Nee, wir fahren mit dem Zug, Klima und so, du weißt Bescheid. Also, in dem Sinne, jeder Lukas, kann selber planen, wie er da hinkommt. Und ich fahre nicht mit dem Zug. Nein, Lukas, einen Tag lang Ja sagen, jetzt schon mal voraus. Lukas, möchtest du eigentlich mit dem Zug fahren? Nein, Lukas, möchtest du mit dem Zug fahren? Nein! Oh, okay, also doch. Gut, Leute, haben wir geklärt. Lukas, ich freue mich über mein Geld. Memo freut sich über mein Geld. Alles und glücklich. Lukas, wir sehen uns. Also und dann, meine Freunde, Video vom Freitag wird geil. Und jetzt gehe ich erstmal entspannt duschen. Bis dann, tschüss.